Ich will nicht, dass der... Oder ich greife das an. Ha! Ja, Boys, willkommen zum Part Nummer 2. Und ich bin weiter in der Kampagne. Natürlich hier normal, Yu-Gi-Oh! Die unbesiegbare Riesenmotte. Nach einem Sieg gegen Seto Kaiba war Yugi verwirrt, ein Paket von Maximilian Pegasus, dem Schöpfer von Duel Monsters, zu erhalten. Das waren etwa zwei Teilsätze, ey, hallo? In der Box war ein Videoband. Yugi legte die Kassette in den Videorekorder und Pegasus Gesicht tauchte auf dem Fernsehbildschirm auf. Damals gab es noch Videorekorder, hä? Vergesst es nicht. Damit hat man noch, habe ich damals immer geschaut, nach Hause telefonieren. Ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, Mann. Hey! Ah, das ist so eine bekannte Stelle, ey. Auf jeden Fall war das so ein Alien da. Grüße, kleiner Yugi. Ich bin Maximilian Pegasus. Ich habe ein paar furchtbar interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Kaiba faszinierte mich so sehr, dass ich beschlossen habe, deine erstaunlichen Duellierfähigkeiten persönlich zu untersuchen. Hier und jetzt werden wir ein besonderes Duell abhalten. Plötzlich erstarrte eine seltsame, geheimnisvolle Magie. Die Zeit so, dass niemand sich bewegen konnte, außer Yugi. Diese dunkle Dimension, in der wir uns befinden, ist als Schattenreich bekannt. Ein mystischer Ort, an dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das Unmögliche daran durchaus möglich ist. Sag mir, Yugi, glaubst du, es gibt Magie in den Karten? Weißt du das denn nicht? Du hast dieses Spiel erfunden. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich das nicht habe? Hä? In antiken Zeiten nannten die Ägypter es das Schattenspiel. Starke Pharaonen würden mystische Duelle in einer anderen Dimension halten, so wie wir es jetzt tun. Doch statt Karten kämpften sie mit echten Monstern und echter Magie. Die magischen Kräfte waren so mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verloren und fast die ganze Welt zerstörten. Das ist eine gute Geschichte, aber diese Monster können nicht echt sein. Diese Monster sind echt, sind sehr echt und auch sehr gefährlich, Yugi-Junge. Du bist wirklich sehr unterhaltsam, dein finsterer Blick und Grinsen so trotzig und doch hilflos. Und so völlig unwissend von der Kraft deines Millennium-Puzzles. Da sind dann, glaube ich, seine Kollegen auf dem Spielfeld erschienen und so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Yugi sah nach unten auf das Millennium-Puzzle, das er um den Hals trug. Die Kraft von meinem Puzzle? Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Pharao die Magie der Schattenspiele in 7 mystische Millenniumsgegenstände ein. 7 Gegenstände? Du sagst, dass mein Puzzle eins von ihnen ist? Ja, und es hat mystische Energien in sich verschossen. Magie, die dein Leben für immer verändern könnte, wenn du nur wüsstest, wie man sie entfesselt. Als die beiden sich duellierten, schien es so, als ob Pegasus jede Bewegung von Yugi wusste, bevor er erst tat. Trotz dieses Nachteils versammelt Yugi all seine Fähigkeiten und hätte fast gewonnen. Aber Yugi lief die Zeit davon, als das Zeitlimit überschritten wurde. Genau. Ich habe das Maß seines Talents heute gesehen, Yugi Muto. Und wenn wir uns das nächste Mal duellieren, werden wir für deutlich höhere Einsätze spielen. Ich bin fertig mit deinen Spielchen. Zitze. Du vermutest, dass ich dir eine Wahl in dieser Sache gebe, aber mache ich nicht. Ich besitze auch eines der 7 Millennium-Gegenstände. Das allmächtige Millenniums-Auge. Da kommt so eine Musik, die kennt ihr sicher auch. Ein Millennium-Auge? Das ist richtig, Yugi-Junge. Ich werde dir das wahre Ausmaß seiner Magie zeigen. Ich habe festgestellt, dass mit dem richtigen Anreiz jeder zum Spielen gebracht werden kann. Die Macht des Millennium-Auge attackierte und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte nur entsetzt zusehen. Yugi! Großvater! Wir werden uns wieder duellieren, Yugi. Wie sonst wirst du die Seele deines Großvaters zurückgewinnen? Yugi hatte keine andere Wahl, als an Pegasus Duelist Kingdom Turnier teilzunehmen, damit er seines Großvaters Seele zurückbekommen konnte. Beim Duelist Kingdom wurde jedem Duellant 2 Sternchips gegeben, die er einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel zu kämpfen. Wer auch immer 10 Sternchips gewonnen hatte, erhielt Eintritt zu den Turnierfinalen, wo sie für den Hauptpreis von 3 Millionen Dollar und die Chance, sich mit Pegasus zu duellieren würde. Für sein erstes Duell musste Yugi gegen den hinterhältigen Weevil Underwood antreten, ein Duellant, mit dem er ein bisschen Geschichte hatte. Während der Fahrt mit dem Schiff zum Duellist kommt, nahm Weevil Yugis kostbare Exodia-Karten und warf sie in den Ozean. Also,
Also, als Yugi Weevil auf der Insel sah, jagte er ihm nach in den Wald. »Herzlich willkommen«, sagte die Spinne zur Fliege. »Du flogst direkt in meine Falle.« »Es ist Zeit, dass du für die Zerstörung meiner Exodia-Karten bezahlst, Weevil.« »Kannst du nicht die Vergangenheit ruhen lassen?« Übrigens, das habe ich ja auch gerade erst kürzlich gehört. Weevil hatte die Synchronstimme von Mickey Mouse. Das ist so, das stimmt. Weevil, es ist Zeit, um herauszufinden, ob du so gut im Duellieren bist, wie du im Weglaufen bist. Bin ich einfach weggelaufen oder habe ich dich geschickt in mein Netz gelockt? Zeit für ein Duell. Naja, Geschichte weg. Goblinberg, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Leider kann man immer noch nicht die Karten ganz lesen. Also ich hätte es cool gefunden, wenn man hier einfach so hätte... Schade. Wenn man es geladen hätte, man hätte dann X drücken können und dann wäre es weitergegangen. Aber ist ja egal. Scheißegal. Okay. Okay, es ist so mal nicht schlecht. Wir sind hier in der Duellarena so. Hä? Aber es ist ein bisschen... Die Kantenglättung ist da, glaube ich, nicht so gelungen. Viele fragen sich auch, warum ich jetzt zum Beispiel nur Opferungsmonster auf der Hand habe. Nein, scheiße. Viele haben sich auch gefragt, warum es nur für PS4 erscheint. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist Geldmacherei. Also, ja. Es ist jetzt blöd gesagt, aber ja, es fängt schon mal gut an, weißt du? Was tue ich? Ich tue warten. Ja. Ja, ja, ja. Ich mach nichts. Ja, und ich weiß auch nicht irgendwie. Vielleicht war es ihnen zu blöd. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich find's auch ein bisschen Witz. Weil, ich habe die Animation schon gesehen, so, wenn die Viecher aus den Karten kommen und so. Und die Animation ist schlecht, Leute. Ohne Scheiß. Das ist kein Witz. Die Animation ist schlecht. Und ich frage mich da dann halt manchmal einfach so, ja... Also, ja, ja, da frage ich mich einfach. Braucht's das? Oder muss das so sein? So. Ja, lassen das mal so. Was er könnte opfern, hä? Oh Gott, das bringt mir eh nichts. Sehr egal. Ja, was auch noch eine Änderung ist, das habe ich beinahe vergessen zu sagen, die Spielfeldzauberkarten bleiben beide auf dem Feld. Also wenn ich jetzt wieder eine spielen würde, dann wird die von Weevil nicht zerstört. Also es bleiben beide auf dem Feld. Das ist auch noch so eine markante Änderung, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin jetzt nicht so Fan davon, aber ja, ich meine, soll es geben, oder? Weil... Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so, ja, toll. Früher konnte man so wenigstens die Feldzauber zerstören, jetzt muss man hier wieder schwerer Sturm haben, der, glaube ich, verboten ist, oder mystischer Raumtaifun. You know, ja. Ich bin über die neuen Regeln halt eigentlich auch nicht so aufgeklärt. Aber nein, und sonst werde ich sie dann erfahren. Zerstöre alle Spielfeldzauberkarten auf dem Spielfeld. Ist das schlau? Weil ich kann mich eigentlich dadurch selbst... Der hat 100 pro noch Wald auf der Hand. Das ist der größte Scheiß. Also mache ich einen Double Kill. Ich will nicht, dass der... Oder ich greife das an. Ha! Yes! In letzter Sekunde habe ich es noch begriffen, ne? Schön. Schön! Dann habe ich vielleicht zwei Karten auf der Hand und... Oh, elegante Volte, der ist auch verboten. Das glaube ich abwerfen, oder? Ah, der Pisser, ey. Was für ein Glück. Ja, und wirft dann zwei Karten ab. Stellt euch jetzt mal sagenhaft vor, hä? Das würde so funktionieren. Mal endlich. Wenigstens andere Musik, das gefällt mir jetzt. Das muss ich denen lassen. Ja, was werfe ich ab? Haha, oder? Ja, ich muss wahrscheinlich Silberfang spielen und...
die verräterischen Schwerter mal wegbringen, damit ich danach mal den schwarzen Magier spielen kann. Hey, da hat er 1-4. Geile Scheiße. Ja, aber Boku, wegen dem sehe ich trotzdem, was da drunter ist. Riesen... was? Resonanzinsekt. Was diese Karte im Spiel von Friedhof gelegt wird, du kannst deine Hand einen Monster von Typ Insekt von der Höhe deinem Deck hinzufügen. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst deinen Monster vom Typ Insekt von deinem Friedhof... Typ von Insekt von deinem Deck am... außer Resonanzinsekt. Okay. Kranke Scheiße. So, da hast du's. Ist eigentlich schon noch lustig irgendwie, weil also, ja, dass sie das mit der Geschichte so gemacht haben, so, ja, er muss jetzt, Weevil wirft ihn dann die Exodia weg. Er wirft dann die Exodia vom Dingens weg, von Yugi. Ja, ich weiß nicht, ob ich den soll beschwören soll. Das glaube ich gescheiter. Ich habe jetzt zwar kein 2000er Def mehr, aber scheißegal. Angreifen kann er mich vorerst ja schon mal nicht. Ja. Sonst würde mir das nämlich nur Probleme machen. Weil es 2000 Def hatte. Die Riesenmotte braucht, glaube ich, 3 Tribute. Oh nee, jetzt geht das los. Jetzt ratet mal. Wahrscheinlich habe ich einen mystischen Raumtaifun, hä? Lustig. Alle Spielfeldserver-Karten. Ach, das ist ätzend, Leute. Das ist echt ätzend. Ja, ungeheuer Krieger. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Was mache ich jetzt? Weil er bekommt zuerst die 500 Schaden. Oh, was verräterisches Wärter. Ich hasse die Karte. Das ist so... das ist so eine Karte, die zögert alles hier raus. Das macht einfach alles viel umständlicher. Oh nein, 500 Schaden. Ich will den mal verdeckt. So. Genau. 500 Schaden. Okay. Ha! Geil. Da gratuliere ich dir, mein Lieber. Da gratuliere ich dir. So. Und das war's. Ciao, verhältische Schwerter. Tschüssikowski. Da kann ich wieder angreifen und dann geht's erstmal richtig los. 500 Schaden. Weil es ihnen gut das Leben kosten kann. Mhm. Das ausgerüstete Monster hält 7 ATK und Def. Ja, eben das Problem ist halt, dass die auf das Deck gelegt wird, wenn sie auf den Friedhof kommt. Aber, ja. Ist eigentlich noch lustig, dass die jetzt kommt, weil... ich weiß auch nicht. Der bleibt sicherlich noch lange auf dem Feld. Weil eventuell kommt Polymerisation und ja. You know. Ich hoffe jetzt nur, ich komme mit dem Zeugs hier durch. 1200, ja ne, komm, den lasse ich in der Verteidigung. 2,5. Ich finde das noch ziemlich ironisch irgendwie, dass man damals, also dass man richtig früher so gekämpft hat. So, ja, oh, das gibt's nicht, Mann, das ist doch unglaublich. Ja, wer jetzt hier mehr Angriffsgrad hat, der gewinnt halt. Ich finde das irgendwie so, weiß auch nicht. Ich meine, heute haben wir voll die Strategie, man... weil, also, so, nun, so Spielkraft und so hat irgendwie gar nicht mehr so Platz. Also, zu übertrieben gesagt, also, ich will es jetzt mal so ausdrücken, wenn man so mit der Taktik spielt, also jetzt zum Beispiel Fire Fist zum Beispiel, da muss man sich schon ein bisschen überlegen. Ja, will ich jetzt, warte kurz.
beauftragte Dämonen habe ich auch nicht mehr. Ist ja voll scheiße. Aber nehme ich die Hilfe. Ja, noch 2000 Def. Ja, nehme ich jetzt eine Spielkraft rein oder nehme ich eine themenbezogene Karte rein? Weil das ist meistens immer so ein bisschen die Frage. Ja, ich weiß auch nicht. Hey! Ah, jetzt dachte ich schon. Jetzt! Das ist so, die Animation finde ich irgendwie voll billig. Ist auch nicht so. Kartenglättung war da kein Thema. Aber Hauptsache, sie haben das so gemacht. Finde ich noch cool. Ja, genau. Jetzt hat er verloren wegen brennendem Land. Es ist vorbei. Ich habe gewonnen. Nein, unmöglich. Meine Mutter ist unschlagbar. Oh, die Harpie. Die haben gesagt, logisch. Booster Pack, My Valentine, toll. Kokon der Evolution. Heulendes Insekt, elegante Wohltäterin. Wartet mal, jetzt kann ich das kurz schauen, ob die verboten ist. Blitzklinge. Wo ist die neuen Monster von Typ Krieger? Diese Karte aus. Alle Wassermonster verlieren 500. Alter. Jo, was ist das denn? Flammenphönix, der brennende Bombenvogel. Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bekomme manchmal einfach so Karten. Was mir gar nicht angezeigt wird. Das auch. Justizbrecher. Justizerbrechen. Sorry. Nein! Ey! Die war doch mal limitiert. Wieso ist die jetzt wieder verboten? Was soll das? Ey, das verstehe ich jetzt nicht. Ach, schade eigentlich. Naja, egal. Was ich aber eigentlich schauen wollte... Ja, ich bekomme doch immer wieder Karten, oder? Stärkung der Armee ist cool. Irgendwie, wenn ich wen besiegt habe, dann bekomme ich die dich wieder, oder? Scherbe der Gier. Herz des Unterlegenen. Sortieren nach Kartenrand, danke. Ja, hallo? Ah, da oben. Hä, die ist da noch gar nicht drin. Hä? Ja, sie ist verboten. Doch, doch, sie ist schon drin. Oh. Ja, schade. Aber sie ist halt einfach zu stark. Gut, ja, das soll es wieder gewesen sein mit diesem Part. Konnte leider nur ein Match machen. Aber naja, ist ja nicht so tragisch. Ich weiß nicht, ob ich dann am Ende noch alles das so nochmal spielen soll, so umkehren. Wäre irgendwie noch cool. Die Harpie. Oh, Joey's Deck. Interessant, cool. Ja, Leute, das war's wieder mit diesem Part. Wir haben gegen Weevil gewonnen. Nächstes Mal ist Mai dran. Ich finde das irgendwie voll nostalgisch hier. So, ja, wir können hier so. Keine Ahnung. Halt das Nachspielen und so. Ist noch cool. Ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Big Rider. Tschüss zusammen.